Der Golgi-Apparat besteht aus mindestens einem Dictyosom. Das Dictyosom ist eine Art abgeflachter Membranstapel, der in der Regel aus 3 bis 8 Zisternen besteht. Ein Dictyosom ist ca. 1 Mikrometer groß. Von Zisternenmembranen eingeschlossene Innenräume nennt man Golgi-Lumen. Der Durchmesser einer Zisterne ist ca. 1000 bis 3000 Nanometer der Länge nach. Der Golgi-Apparat verfügt über eine strukturelle Polarität. Die auf gegenüberliegenden Seiten liegenden Membranen unterscheiden sich in Dicke sowie ihrer chemischen Zusammensetzung. Die dem eher zugewandte Seite wird als Cis- oder auch Empfängerseite bezeichnet. Oder CGN, Cis-Golgi-Netzwerk. Ihr gegenüber liegt die Transseite, an denen die Transportvesikel das Organell verlassen und zu ihren Zielorten wandeln. Oder TGN, Trans-Golgi-Netzwerk. Die Funktion und Aufgabe des Golgi-Apparates besteht generell darin, Makromoleküle zu modifizieren und zu transportieren. Beispielsweise Modifikationen wie Glykosylierung und Phosphorylierung. Zu den Makromolekülen gehören beispielsweise Proteine oder Polypeptide. Es gibt 3 große Proteingruppen, die den Golgi-Apparat passieren: Exportproteine, lösliche Proteine der Lysosomen und Membranproteine der intrazellularen Membran sowie der Plasmamembran. Der Großteil der Proteine ist dabei für die Exozytose, also das Austreten aus der Zelle, bestimmt. Wichtig dabei sind die Proteine für die Modifikation der extrazellulären Matrix, wie beispielsweise die Zellwand bei Pflanzen, durch Pektine oder auch Hemicellulosen. Kommen wir nun zum dynamischen System nach dem Maturierungsmodell. Die Vesikel vom ER verschmelzen zu einer neuen Cis-Zisterne. So schieben sich die Zisternen als Ganzes kontinuierlich von der Cis- zur Trans-Seite. Dabei durchlaufen sie die sogenannte Reifung, bei der die Modifikation des Inhalts und der selektive Verlust von Transport- und Strukturelementen eine wichtige Rolle spielt. Dabei werden die genannten Komponenten in Vesikeln retrograd in Vorläuferzisternen zurücktransportiert. Die Zisternen zerfallen schließlich beim Übergang in das TGN zu den jeweiligen Transportvesikeln, die dann zu ihren jeweiligen Bestimmungsorten abtransportiert werden. Dies ist das am ehesten anerkannte Modell, aber es gibt noch viele andere, von denen keines wirklich zu 100% zu den beobachteten Daten passt. Kommen wir nun zu den Besonderheiten des Golgi-Apparats in Pflanzenzellen. Die Dictyosomen finden sich in größerer Zahl überall im Zytoplasma. Sie haben also keinen festen Platz in der Zelle. Dies lässt sich dadurch erklären, dass viele Bausteine für Aufbau und auch Modifikation der Zellwand bereitgestellt und organisiert werden müssen, wie beispielsweise Polysaccharide, Pektine und Hemicellulosen. Die Dictyosomen arbeiten alle unabhängig voneinander und es besteht die Möglichkeit der Sekretion vor Erreichen des Trans-Golgi-Netzwerks.